Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Lords of the Fallen. Ich weiß nicht, ob die Performance jetzt schon ein Stück weit besser geworden ist. Es ist ja echt auf der PS5 so das ganz große Thema. Ich habe eigentlich alles jetzt soweit eingestellt. Ihr hattet ja auch nochmal in den Kommentaren geschrieben, dass man doch einfach bei der Konsole direkt HDR ausschalten soll, um nochmal ein bisschen Stabilität in den FPS herauszuholen. Wir schauen einfach mal. Ne? Es kommen ja genügend Patches heraus. Also da muss man ja wirklich sagen, sind die Entwickler schon hinterher, ne? Ihr Spiel auf Vordermann zu bringen. Ist ja immer ein bisschen schwer, ne? Das mal richtig einzuordnen. Also ist es jetzt einfach nur cool, weil, hey, man merkt, die sind da total dran, das Spiel zu patchen. Oder müssen wir uns eingestehen, dass wir hier eigentlich noch eine Vollpreis-Testversion spielen, die jetzt im Nachhinein erst launch-ready gemacht wird. Es ist wirklich schwer, das zu sagen. Und ich wundere mich, warum hier manchmal einfach so Items rumliegen. Ich gebe ja zu, noch nicht alles in dem Spiel verstanden zu haben. Zum Beispiel die Gegnerplatzierung. Kommen wir gleich zu. Aber manchmal liegen einfach so Items rum. Kann es manchmal sein, dass Gegner einfach Items fallen lassen, weil man sie anhittet oder weil sie da fallen gelassen wurden und dann bin ich gestorben, dann bleiben sie liegen. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ich habe ja noch bei weitem nicht alles hier in diesem Spiel begriffen. Immerhin gibt es Giftheilung und dann kommt auch schon wieder dieser drehende Bastard. Oh, Gegnerplatzierung hier in dem Spiel. Also es ist ja wirklich fast so schlimm oder wenn nicht mindestens genauso schlimm wie in Dark Souls 2. Erinnert ihr euch noch? Dark Souls 2 insbesondere? Oh, scheiße! Ja, quatschen und dabei spielen, ey. Naja. So, ja, Dark Souls 2 insbesondere, die DLCs, Crown of a Sunken King und so weiter. Ey, wie viele Gegner es da gab und wie stark die alle waren. Ich habe echt das Gefühl, dass es hier genauso ist. So, jetzt haben wir hier hinten zum Glück schon alles abgeräumt. Das heißt, wir können gleich hier ins Haus. Der lässt sich hier zum Glück einfach nur niedermetzeln. Was ich gesehen habe, man muss ja an manchen Stellen nicht unbedingt ins Umbral gehen. Also manchmal reicht es auch einfach nur aus, die Lampe zu heben, um zum Beispiel über unsichtbare Brücken zu watscheln. So, hier, komm, bevor ihr mich gleich angreift. Und drauf! So, komm her! Ich meine, die machen zwar super viel Schaden, aber wenn man sie einmal bekommt, bevor sie einkriegen, dann geht das schon wieder. Naja, also Performance ist jetzt eigentlich ganz okay. Es ist einfach noch nicht der Oberhammer. Ich weiß nicht, ob ihr Reddit verfolgt. So, wo lang jetzt eigentlich? Ne, von da aus komme ich. Da lang, okay. Ich weiß ja nicht, ob ihr Reddit verfolgt. Ah, wartet mal. Okay, ich glaube, ich muss gar nicht immer unten durch das Wasser durch. Ha. So, nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr Reddit verfolgt. Aber bei Reddit sind die Entwickler ja super hinterher. Oh, das ist noch ein Item. Sind die Entwickler super hinterher? Oh nein! Oh. Ganz kurz. Komm her, komm. Ah, ich weiß nicht, ob dieses mit zwei Schwertern kämpfen, ob das so mein Kampfstil ist. Wir werden sehen. So. Diese Giftwolke, ne? Naja, also da sind die auf jeden Fall die Entwickler ja ganz doll hinterher, Patchnotes zu posten. Da sieht man ja auch, dass jetzt gerade so in der Woche nach Release gefühlt so jeden Tag ist ein Patch erschienen. Meistens für die PC-Version. Die Konsolen hängen da noch ein bisschen zurück. Also PC ist da so Quality First. Aber auf den Konsolen wird ja auch eine Menge gemacht. Und es kommen ja nicht nur Balance-Updates. Es gibt ja auch so neue Inhalte. Also aktuell gibt es ja so ein Halloween-Event für ein paar Tage. Dass man hier in der Welt halt irgendwo ein paar Items finden kann und dann oder irgendwas finden kann, dann gibt es halt so ein Halloween-Event. Habe ich mich ehrlicherweise nicht näher mit beschäftigt, weil ich ja gerade hier noch in diesem Scheiß-Sumpf festhänge. Muss man mal so sagen, wie es ist. Es ist ein Scheiß-Sumpf hier. Mag den nicht. Scheiß Sumpf soll weg sein. Hier, guckt euch das an. Ey, sofort so viele Lebenspunkte weg. Alter. Ja, das ist wirklich, das ist Dark Souls 2 Gegnerplatzierung. Und in Dark Souls 2 gab es ja dann Scholar of a First Sin, diese 2.0 Version, wo ja dann die Gegnerplatzierung überarbeitet wurde, was bedeutet, dass sie noch beschissener war. So. Auf jeden Fall
haben wir es jetzt erstmal hier hinten hingeschafft. Ich habe schon wieder keine Heilmöglichkeiten. Da kann man noch eine Brücke runterlassen. Und man kann hier überall, also an einigen Stellen habe ich schon gesehen, kann man hier so einen Checkpoint platzieren. Die Idee finde ich ja ziemlich nice mit den Checkpoints. Gibt's ja auch. Nee, gibt's eigentlich nicht, ne? Ich überlege das gerade so. Nee, gibt's eigentlich nicht in anderen Games. Aber ich glaube, im New Game Plus habe ich gelesen, da gibt's nur diese Checkpoints. Da gibt's gar nicht die offiziellen Teleport-Rückzugsorte. Echt auch mal eine nice Idee. Da hat man so wieder so dieses World Traversing aus Dark Souls 1. So. Komme ich jetzt hier irgendwie weiter? Da ist wieder so eine Wurzel, wo ich dann irgendwo was rausziehen muss. Und da kommen sie schon an hier. Alter, zu dritt. Das sieht schon geil aus, wie die Schwerter geschwungen werden, ne? So erstmal beide Schwerter auseinander, Hauptsache Druck machen. Genau, da kann ich nämlich noch die Brücke runterlassen. Kann ich hier irgendwie drüber laufen? Nee. Wie ging das nochmal? Achso, so ging das Springen, genau. Nee, hier komme ich nicht hoch wahrscheinlich. Ja, jetzt stehe ich hier. Ah, guck mal da unten. Hm. Erstmal den Stelzen-Dude hier von seinem hohen Stelzenross runterholen. Ah, hier sind schon wieder die Durchgänge versperrt. Da muss ich ja... Genau, deswegen muss ich hier bei der Wurzel was ziehen. Die Wurzel allen Übels muss ich ziehen. Hm. Okay. Fliegt dir sofort wieder das Gift um die Ohren und zack und schon wieder fast tot. Und ja, komm, jetzt tickt das Gift runter. Och, nee, ey, scheiße. Oh, Leute, ey. Ja. Also ich muss sagen, bei Reddit wird sehr viel die Gegnerplatzierung kritisiert. Ich habe da auch letztens ein Review-Video gesehen. Ich finde jetzt Lords of the Fallen nicht ganz so krass geil, wie manche, die sagen, so bestes Spiel, fast schon besser als Dark Souls 1. Also gibt es ja immer so die Fraktion, die sagt, hey, bestes Spiel aller Zeiten. Und dann gibt es die, die sagen, beschissenstes Spiel aller Zeiten. Ich sage es so in der Mitte. Also ich finde es deutlich geiler, als ich es scheiße finde. Aber es ist hier echt nicht alles Gold, was glänzt. Und... Wie gesagt, gerade hier, guck mal, wie viele Gegner da auf einmal kommen. Und der haut mir auch immer sofort die Hälfte weg mit seinem komischen Zahnstocher da. Das ist schon echt mies. Das ist schon wirklich mies. Oh nein, oh fuck, nein. Ach Junge, komm doch nicht auf die Wurzel gesprungen. Meine Ausweichen, solange man Ausdauer hat, funktioniert schon wirklich smooth. Also da kann sich auch wirklich ein Dark Souls mal was abschneiden. Ne? Also wie gut das Ausweichen hier funktioniert. Also, naja, scheiße. Oh nein. Jetzt habe ich, wie viel? 3000 habe ich? Ne, ah, doch nicht. Oh, Glück gehabt. Ich war noch nicht im Umbral. Oh, da kommt schon wieder der Gift. Guckt, oh nein, guckt euch das an. Guckt euch das an. Also wie gesagt, kein Problem damit, dass das Spiel ein bisschen schwieriger ist, aber jetzt schon wieder das Gift runter. Aber es ist halt wirklich so, hier ist eigentlich alles so vollgepumpt. Ich finde, das macht das Erkunden teilweise auch ein bisschen doof. So, schnell mal in mein Inventar. Ich habe doch bestimmt, ich habe doch irgendwas gegen Gift bekommen, hier so Giftheilung, genau. So. Ja, also, das macht halt das Erkunden, finde ich, so ein bisschen doof, dass einfach so viele Gegner sind, dass man einfach sich freut. Übrigens, hier, das ist das, was ich meinte, ne? Ah, guck mal, ich kann hier auch aus dem Umbral. Oh, sehr gut. Raus aus der Scheiße. Zack, back to reality. Back und da guckt dir mal einer an hier. Da will er mich aber auch schon wieder gleich vergiften. So, zack. Genau, ich muss nämlich gar nicht unten durchs Wasser, um hier durch dieses Tor zu gehen. Ich kann hier auch einfach hier oben lang laufen. Aber Atmosphäre ist so super geil hier.
Aber der Rest... Oh, ich habe eine Idee. Ja. Das ist eine gute Idee. Nein, kein Gift hier schon wieder. Oh, diese Scheiße mit dem Gift hier immer. Meine Fresse, wie mich das aufregt. Ja, es tut mir leid und ich weiß, es wird wieder Kommentare geben, die sagen, ach, reg dich nicht so auf. Eigentlich bist du ja auch selbst schuld, denn du machst das hier alles, ne? Im Tutorial wurde dir das noch alles anders erklärt und da guckst du nicht richtig hin. Aber egal, jetzt haben wir hier erstmal diesen Zwischenpunkt gesetzt und müssen deswegen diesen blöden Anfang mit diesen unendlich vielen, weiß ich nicht hier, Zahnstocher-Schamanen. Das müssen wir jetzt erstmal nicht mehr machen. Und das ist schon mal ehrlicherweise nicht schlecht. So. Hallo? Ist es auch normal, dass hier immer die Sicht da so verschwimmt? Ach, guck mal, da schleicht einer durch die Kloake. Oh Gott, ich hoffe, ich kann jetzt hier durch, oder? Okay, es ist nicht so tief. Okay. Der bemerkt mich nicht. Was ist denn mit dir los? Bin ich dir egal? Bin ich dir so egal? Ja, schön daneben geschlagen. Wieder mal die Millimeter falsch gezählt. Egal, Links-Rechts-Kombination. Ne, wenn ich ihn einmal kriege, hat er auch keine Chance. Oh nein. Achso, ist nur ein kleiner. Ich meine, stellt euch mal vor, Dark Souls 1 in dieser Grafik. Wie geil wäre das? Und dann hätte das Spiel wirklich eine ausgewogene Platzierung von Gegnern. Und das muss man aber auch bei Souls Games sagen. Also ganz ehrlich, auch mal ein Front gegen From Software. Ich finde Gegnerplatzierung in From Software Games auch nur richtig gut in Dark Souls 1 und in Bloodborne. In allen anderen Games, in Sekiro oder Dark Souls 2, Dark Souls 3, fand ich auch die Gegnerplatzierung teilweise echt übertrieben. Also, ja gut, Dark Souls 2 war ganz schlimm. Aber Dark Souls 3 war jetzt auch nicht das Beste. Es gibt hier den grünen Ring. Ah ja. So. Du bleibst da mal stehen, wo du bist. Du bist noch nicht aktiv. So, Speer der Shuya. Des Shuya-Kriegers. Oh Gott, dieser... Ja, zwei von den Roll mein Ball hier. Weg mit euch. Mag euch nicht. Ein interessantes Thema im Lords of the Fallen Reddit ist ja das Thema Lies of P. Das spiele ich ja auch. Und ja, wunderbar, ne? Der hängt jetzt da hinten. Ah, jetzt kommt er auch her. Der hing da so ein bisschen fest. Lies of P wird ja von einigen so ein bisschen belächelt, weil, ja, so geradlinige Levels und nicht so schön wie im Lords of the Fallen, was so die Abwechslung in den Gebieten angeht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde Lies of P, und sorry, wenn ich damit jetzt irgendjemand von euch offende, ist das bessere Spiel. Lies of P ist das bessere Spiel. Es ist einfach so. Es ist wirklich so. Lies of P ist gepolished erschienen, erzählt eine wunderbare Souls-like-Geschichte, ist inhaltlich wirklich nicht komplett mit Bloodborne zu vergleichen, ist aber so ein Bloodborne-Light, was die Geschichte angeht, ist in der Kampfmechanik nicht ganz so absolut wie in Sekiro, also diese ganze Block-Mechanik muss ich nicht so krass durchziehen wie bei Sekiro. Hab super viele Waffen, eine super interessante Story, also ich mag echt so vieles an Lies of P. Und dagegen muss ich sagen, enttäuscht mich immer noch Lords of the Fallen mit so einer gewissen, naja, wie soll ich sagen, ich glaube, die Entwickler haben sich schon sehr viel Mühe gegeben. Ich habe letztens bei Reddit gelesen und das fand ich sehr treffend. Ich glaube einfach, dass nicht alle Entwickler so gleichmäßig das Projekt, sage ich mal, mit ihrer Arbeit voranbringen konnten. Muss man so ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Also ich glaube... Hier! Wahrscheinlich, weil die das Item erst ziemlich spät droppen, teilweise. Und weil es einfach noch da liegt nach ihrem Tod. Was ich ja ganz geil finde. Okay. Nächstes Ziel. Wir probieren ja mal diese Brücke runterzulassen. Das sollte unser Ziel sein. Also erstmal runter und dann... Genau. Was ich sagen wollte ist... So,
glaube, dass Lords of the Fallen ist super ambitioniert. Sie wollten hier wirklich sehr viel machen. Haben ja auch aus dem ersten Teil wahrscheinlich sehr viel gelernt. Der war ja, naja, einfach nicht so. Also der erste Teil von Lords of the Fallen war schon eher, ja, noch geradliniger als Lies of P und die Story war überhaupt nicht mysteriös oder so. Deswegen, sie haben schon sehr viel gelernt. So, wir gucken mal, wo es jetzt hier nämlich genau lang geht. Und so, zack. Sehr gut. Ah, dann mache ich da diese Brücke. Ah, verstehe. Jetzt kann ich da unten nochmal was machen. Aber Lies of P ist einfach gepolished. Okay, es gab diesen einen Patch, der das Spiel ein bisschen genervt hat. Der jetzt dafür sorgt, dass ich manche Story-Bosse sogar First Try schaffe. Weiß nicht, ob das jetzt so das große Ziel war, aber am Ende möchte ich mal auch meinen, bin ich jetzt nicht der allerunerfahrenste Souls-like-Spieler. Ich glaube, das fällt mir nochmal einen Millimeter leichter als jemanden, der Lies of P so als sein erstes Souls-like-Game spielt. So, jetzt. Oh, da geht das Tor auf. Ja, sehr gut, Leute. Guck mal, es geht ja voran, ne? Also ich nörgel zwar viel rum, aber es geht ja auch voran. Das ist ja das Wichtigste. So, wo sind wir denn jetzt? Okay, dann kann ich nicht weiter. Deswegen, Lies of P ist für mich aktuell so das bessere Spiel. Aber ich würde auch eigentlich gerne Lords of the Fallen noch viel krasser feiern, als ich es aktuell tue. Tut mir auch ehrlicherweise für das Spiel so ein bisschen leid gerade. Ich weiß auch noch nicht, was ich dagegen tun kann. Erstmal das Item da mitnehmen. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Erstmal ein Item mitnehmen. Das ist immer ein ganz guter Anfang. Ja, also wir gucken einfach mal. Ich spiele jetzt ja nebenbei noch auf dem Kanal Alan Wake 2. Oh, oh, guck mal. Yes, Leute. Yes, 6400. Nice. Ich spiele nebenbei noch, klar, Lies of P, habt ihr ja gesehen, aber auch Alan Wake 2 mittlerweile. Boah, ich glaube, bei Alan Wake 2 werde ich nicht mehr so lange spielen. Da sind die Aufrufzahlen echt ganz schön im Keller, schon am Anfang. Also ich merke, wenn so ein Projekt, ihr merkt ja so Lies of P, Lords of the Fallen, haben so die ersten Folgen so knapp 4000 Views und so. Und die Folgen machen meistens so 250 bis 400 Views, das ist so ganz okay für mich. Was gibt's denn jetzt hier noch? Ah ja. Die Glückspfote. Ja, das ist schon ganz geil, aber, also, das ist jetzt ganz geil. Klar sind Aufrufzahlen für den Kanal auch einfach wichtig, ne? So funktioniert YouTube. Wenn die Aufrufzahlen gering sind, dann wird mich YouTube nicht unterstützen. Ist das jetzt hier eigentlich? Ist es jetzt hier schon das Licht, was ich läutern muss? Ah, fuck, er ist geschützt und ah, okay, ja. Oh, ich kann ihn da. Ja, ich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, fuck, 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 fuck. Schnell, schnell, schnell. Oh nein, ich bin geblockt, ich bin geblockt. Und da kommt der rote Bastard. Oh nein! Fuck! 6500, ey, das ist bestimmt ein Level-Up oder so. Oder zwei sogar. Scheiße. Oh. Okay. Ja, okay. Also Lords of the Fallen ist safe, weil mir macht das Spiel Spaß, Aufrufzahlen. Danach muss ich halt gehen bei YouTube, sind wir ganz ehrlich. Wenn ich Games einfach nur zocken will, dann kann ich das auch ohne YouTube machen. So brauche ich jetzt YouTube nicht so wirklich. Deswegen müssen ja auch die Aufrufzahlen immer ein bisschen stimmen. Aber wie gesagt, bei... Jetzt habe ich gerade ein bisschen verlaufen. Wartet mal. Hier ist richtig, genau. Also, wie gesagt, bei Lords of the Fallen, Lies of P tun sie das. Remnant 2 war auch noch so okayisch. Das habe ich jetzt nur pausiert, weil ich gerade echt ein bisschen mehr Bock auf Lords of the Fallen habe als auf Remnant 2. Ich muss da echt mal diese blöde diese blöde Brücke runterlassen. So. Warum ist das da schon wieder zu? Oh nein! Ich hab doch... Fuck! Aber... Hä? Ich hab doch... Nee, habe ich doch aktiviert. Hat er das nicht gespeichert? Oh, na ja, komm, ey. Verarsch dich selber, du. Ah, hier ist offen. Oh, Glück gehabt. Oh, Leute, Glück gehabt, hier ist offen. Ja, aber wie gesagt, also Alan Wake 2 werde ich mal gucken, ey. Das kann ich noch nicht sagen, ob ich das konsequent durchspielen werde. Gerade die Zahlen hat. Aber es spielen noch gerade viele
und solche Games bei mir auf dem Kanal. Ich habe schon gemerkt, ihr seid halt alles mehr so Souls-like-Freunde. Ne? Ihr wollt alle eher so Souls-like-mäßig oder Resident Evil. So, jetzt nehmen wir die nämlich weg, dann haben die keinen Schutz mehr. Also ganz ruckelfrei ist es halt echt immer noch nicht. Ne? Seht ihr, wie teilweise die Framerate hier hinterher zieht? So, oh nein, überall ist schon wieder Gift. Oh, nein, 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 nein. Oh, raus aus dem Umbral, raus aus dem Umbral. Nein, Feind in der Nähe. Fuck! Fuck! Oh nein! Jetzt sind alle 7000 im Arsch. Jetzt sind alle 7000 im Arsch, ey. Mann. Naja. Ja, wie gesagt, ey Leute, Lords of the Fallen, ich mag's. Ich hoffe nur auch, dass die Performance doch ein bisschen verbessert wird, weil das schliert hier alles so, die Grafik. Also man merkt, der Leistungsmodus ist gerade echt an seinem Limit. Also wirklich was so die, ne, teilweise wie Gegner in der Entfernung ruckeln und so, weil sie nicht, weil es so ein Trick ist, ne, in der Entfernung Gegner nur mit ganz wenig FPS darstellen, damit die Performance nicht so sinkt. Aber das ist halt noch nicht das geile Erlebnis. Wenn man mal bedenkt, dass fucking, so, Demon's Souls lief mit 4K 60 FPS. Oh, fuck, was ist da schon wieder, ey? So viele Lebenspunkte verloren, ein Treffer, ey, fuck. So, komm, gib mal Lebenspunkte. Ah, kannst du nicht, weil du nicht so stark bist. Ja, deswegen, also, da hoffe ich, dass sie da noch viel reinpatchen werden. Aber diese Balance-Updates, die da kommen, sind ja auch teilweise weird, ne? Der Fleischsammler, da wurde die Taktik, mit der ich ihn teilweise besiegt habe, wurde jetzt genervt. Dass wenn man hinter seinem Bein steht, was ich total verrückt finde. Ich meine, ist doch klar, bei großen Gegnern steht man nah an ihrem Bein, weil sie einen da nicht so gut treffen können. So, ich renne jetzt hier einfach durch, ey. Kein Bock. So viele von denen, wie hier abchillen, die machen alle so viel Damage und der Gift-Dude schießt auch noch mit in die Runde. Keine Lust. So. Haben wir jetzt hier hinten. Oh nein. Ich glaube, ich habe den Gebietsboss gefunden. Der verstummte Heilige. Oh mein Gott. Ah, nächster Bosskampf. Und das ist dann, glaube ich, wohl der erste richtige Gebietsboss hier. Oh nein. Ah, okay, geht. Natürlich mache ich keinen Damage. Ah, ich sollte dringend mal meine Waffen aufwerten. Aber ich weiß halt noch nicht, welche. Naja, ist klar, dass der hart ist. Ah, das war's schon. Ah, fuck. Ja. Okay, ich war ja schon im Umbral. Okay, da muss es doch aber bestimmt noch irgendeinen Speicherpunkt davor geben. So. Ah, guck mal, der grüne Ring erhöht Widerstand gegen Gift. Na, guck doch mal einer Schau, da wirst du auch schlau. Na gut, immerhin das mal gelöst. Ja.
Ich renne jetzt hier einfach durch. Okay, wisst ihr was? Wir gucken jetzt erstmal, wie wir diese blöde Brücke da runterlassen. Ich glaube, das wird mir halt den Weg schon deutlich erleichtern, vor allem, wenn ich nicht immer ins Umbral wechseln muss. Und dann gucken wir weiter. Oh, hier hat aber einer Magenverstimmung bei den Geräuschen. Ich meine, es gibt ja eine gute Chance, dass die Entwickler das hier noch alles patchen werden. Vor allem, glaube ich, die Gegnerplatzierung, weil die wird ja ganz häufig kritisiert. Und sie patchen wirklich viel. Wie gesagt, den Fleischsammler, den haben sie jetzt ja auch gebufft, weil da ja irgendwas war. Also, wie gesagt, da, wie ich den Boss teilweise gemacht habe, mit hinter seinem rechten Bein stehen, so. Ja, es wurde von vielen empfohlen. Aber das gehört für mich ja irgendwie mit dazu. Ich meine, ein großer Gegner steht man hinter seinem Bein. Das ist ja in Elden Ring fast jeder Drache, den man so besiegt. Naja. Boah, hier. Zack, zack, zack. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass sie da noch ein paar kleinere Patches bringen. Vielleicht, dass sie auch die Gebiete ein wenig leerer machen. Ich meine, gut, damit könnte es natürlich sein, dass einige sich dann beschweren, dass Farmrouten nicht mehr funktionieren. Es gibt ja immer so die witzigsten Kritikpunkte plötzlich. Wobei, was irgendwie auch ganz cool ist, man kann in Lords of the Fallen seinen aktuellen New Game Playthrough resetten. Also man startet dann, glaube ich, nicht in das nächste Plus, sondern resettet einfach nur, was man gerade hat. Irgendwie so. Ja, ich sollte mir erstmal ein bisschen heilen hier. So, da ist ein Item. Da ist ein Gegner. Oh, ich habe, glaube ich... Wartet. Ja, hier geht's lang. Okay, die Leiter kann ich noch nicht nehmen. Und dann ist hier die Brücke. Die Bridge. Runter mit dir. So. Oh, Leute, wie gut ist das? Jetzt haben wir's hingekriegt, ey. Oh, sehr schön. So. Ja, kommt hier, beballert mich alle. Ja, jetzt, ja, ich tick jetzt eh runter. Ah, fuck. Oh, wie viel ich in dieser Runde schon verloren habe. Es ist einfach nicht mehr heilig. Ist ja auch dieses Gebiet nicht mehr heilig. So, aber wir haben jetzt die Brücke runtergelassen, dann geht es jetzt auch ein bisschen einfacher hier. Einfach schön durchrennen. Naja, es ist halt schon blöd, wenn sie jetzt sagen, so, sie reduzieren die Gegnermenge, dann werden Leute sagen, okay, Farmrouten funktionieren nicht mehr. Und wenn sie sagen, sie machen die Gegner teilweise ein bisschen leichter, dann werden wieder einige sagen, jetzt ist aber das Spiel viel zu leicht geworden. Ne, versteht ihr, was ich meine? So, jetzt farmen wir erstmal hier ein bisschen das Zeug ab, was man hier so... Wow. Was man hier noch so kriegt. So. Klinge des bleichen Schlechters. Des schlechten Bleichers. Da ist auch noch ein Item in der Bude. Ja, die wohnen hier, die Jungs, ne? Oh, der hat, nein, wir sind jetzt hier gelandet. Oh nein. Wartet, kommt mal rein. Nee, ich kann das nicht abziehen, ne? Aber ich kann das Item hier mitnehmen. Ein Deralium-Fragment. Und dann, so, einfach hier mal durchrennen. Da hinten ging's lang, oder? Ja. So, vielleicht gibt es ja vor der Bosskammer noch eine Art Speicherpunkt. Gibt es ja dann manchmal. Genau, hier. Hier, oh, wunderbar. Ich habe sogar einmal übrig, glaube ich. Und wartet ab. Ja, kommt, geht mal weg alle. So,
Das Ausweichen funktioniert dafür halt schon ziemlich gut. Mit der Dark Souls 1 mit der Grafik, das wäre schon geil. Das wäre für mich ein richtig schönes Dark Souls 1 Remake. Würde aber From Software nicht machen. Ach, boah, hier stehen auch schon wieder die Beschwörbaren. Ja, das wird From Software nicht machen. Ne? Die machen keine Remaster, Remakes. Das wird dann wieder das Studio machen, die ja auch schon das Remaster zu Demon's Souls gemacht haben. Und die machen hoffentlich das Remaster zu Bloodborne. So, jetzt lasst uns hier schön abspeichern. Oh, das ist gut, Leute. So, und okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. BB, euer Yuga.